Hier bin ich wieder, um euch den Wagemann vorzustellen. Und somit grüße ich euch. Dem harmonisch bedürftigen Wagemann liegen absolut keine schwierigen Entscheidungen. Doch bei der Suche nach guten Lösungen ist er prädestiniert. Sein Symbol, die Waage, pendelt dies aus und erst beim Gleichstand beider Seiten ist er zufrieden. Der Grundsatz seines Wesens ist ganz klar: Ausgeglichenheit, Harmonie und Gerechtigkeit. Als Luftzeichen steht er unter dem Herrscherplanet Venus. Der Wagemann ist sehr gepflegt und legt großen Wert auf kultivierte Gespräche. Und er ist ein Charmeur. Jetzt höre, lieber Wagemann. In der Liebe bist du ein Mann der alten Schule und zeigst dich der Frau deiner Wahl galant und verwöhnst sie mit großer Aufmerksamkeit. Wenn du jedoch erobert werden willst, dann ist es für die oder denjenigen ratsam, dich zu umschmeicheln, zum Beispiel mit intelligenten, tiefsinnigen Gesprächen. Du sehnst dich nach einer harmonischen Beziehung und bist als Liebhaber ein Mann mit Stil. Und du kannst treu und ehrlich sein. Im Beruflichen bist du ein Teamplayer. Dein Streben ist, ausgleichend und vermittelnd zu agieren. Soziale Kompetenz und Kontaktfähigkeit lassen dich sympathisch erscheinen. Allerdings bist du kontaktscheu. Nee, nicht kontaktscheu, ich komme ins Haspeln. Allerdings bist du konfliktscheu und wenig entscheidungsfreudig. Das ist es nämlich, du kannst dich schwer entscheiden. Im Gesundheitlichen musst du dich von dem aus der Umwelt aufgenommenen Gifte entledigen, da es sonst zu möglichen krankhaften Problemen kommen kann. Dazu gehören insbesondere deine Blase und deine Nieren, sodass es zu Bluthochdruck und Diabetes führen kann. Als Wagemann neigst du dazu, anstrengende Tätigkeiten zu vermeiden. Du solltest dich aktiv bewegen und eventuell deine Ernährung überdenken, um deine Vitalität zu erhöhen. Zusammenfassend ist zu sagen, dem Wagemann geht es vor allem darum, harmonisch und ausgleichend in Eintracht mit den Menschen zu leben. Im richtigen Maß. Das zeigt sich in seinem Symbol, der Waage. Erst in der Partnerschaft entwickelt er sich richtig für ein harmonisches Miteinander. So, meine Lieben, das waren die beiden Beschreibungen für das Sternzeichen Waage. Das nächste Sternzeichen ist der Skorpion. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich den Skorpion vorstelle. Damit ihr es nicht verpasst, solltet ihr auf YouTube den Button Abonnieren drücken. Dann bekommt ihr automatisch und immer die neuesten Videos von mir. Ich danke euch für euer Interesse und eurer Treue. Eure Deria.